Bam! Verdammte Axt, Leute! Ich muss euch was gestehen, ich habe ein Problem gehabt. Und zwar war meine Festplatte vollgelaufen, ich habe es nicht gemerkt und habe das Dungeon zu Ende gespielt. Ja, viel Wut ist mir entronnen. Und, weil dem letzten Endboss, ihr werdet ihn gleich, der böseste Endboss des Spiels, ihr werdet ihn gleich kennenlernen. Ja, ich habe ihn natürlich am Ende besiegt, ohne Save States. Ja, ich habe ihn, tatsächlich so besiegt, dass ich nicht mal einmal getroffen wurde. Aber ich erkläre euch nochmal zur Vollständigkeit halber, wie ich es am Anfang probiert habe und was ich dann für eine Taktik hatte und mit welcher Taktik es dann tatsächlich funktioniert hat. Ich habe auch im Netz welche gesehen, die ich allerdings überhaupt nicht verwendet habe, sondern eine total simple, von der ich mich nur nicht mal von der Stelle bewegen muss eigentlich, nur immer einmal kurz nach oben tippen muss. Aber ihr werdet es sehen. Ich mache natürlich trotzdem alle Gegner fertig, wie versprochen, habe ich vorhin auch gemacht. Oh, egal. Ich brauche nicht mehr so viel, es ist nicht mehr weit. So, hier ist noch einer. Und erstmal blocken und dann machen wir den mal platt. Ja, ja, genau. Oder auch nicht. Ja. Es tut mir echt leid, dass das jetzt so blöd gelaufen ist. Es kotzt mich nämlich gerade voll an, weil ich bin richtig schön abgegangen. Also bin echt durchgedreht da vorhin. Und das hätte ich euch natürlich gerne... Daran hätte ich euch... Oh, ich kann ihn auch von hier treffen. Gut, ja. Oh, oh, oh! Oh, okay, jetzt habe ich ein Leben verloren. Wow, was? Alle Gegner wieder da? Ich kotze. Nein, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Nein! Habe ich einen Speicherstand gemacht? Ja, da. Hm, klasse, bis gleich. So, Leute, langsam kann ich den auswendig. Jetzt muss ich ihn ja schon das dritte Mal spielen, gerade bis hierher zumindest. Und habe diesmal nicht einmal Heilkräuter gebraucht. Ich bin auch recht ziemlich durchgerascht hier. Ohne irgendwelche großen Probleme. Weil mittlerweile habe ich mich an die Gegner gewöhnt. Es sind alle tot jetzt. Das war der letzte. Ja, ich weiß nicht, wie viele vorhin noch waren, als ich aus Versehen gestorben bin. Aber auf jeden Fall waren es nur Würmer, wenn schon, denn schon. Und hier kommt jetzt der letzte Endboss. Ich mache jetzt aus Demonstrationsgründen, mache ich jetzt mal einen Speicherstand. Und zeige euch mal, welche Taktiken ich vorher versucht habe, ja? Okay. Erstmal kommt das Gelaber. Guten Tag. Wer bist du denn? Willkommen in meinem Reich. Ich bin nicht wirklich ein Juwelier, nicht mein Mensch. Mein wahrer Name ist Solid Arm. Vor langer Zeit schafften mich die Mächte des Lichts mit einem Fluch und raubten meine Macht. Meine Kräfte wurden auf rote Juwelen verteilt, die du gesammelt hast. Ich ließ nichts untersucht, um meine Kräfte und meinen Körper wiederzuerlangen. Ich war es, der den Sklavenhandel antrieb. Ich ließ die Sklaven überall nach den Juwelen suchen, doch ohne Erfolg. Doch nun habe ich sie wieder. Ich brauche dich nun nicht mehr. Stirb. So, gut, fangen wir mal an. Also, dieser Typ geht voll ab. Passt auf. Das ist dein Angriff. So, bam, 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 batz. Okay, das ist schon mal schlecht. So, er rennt durch die Gegend und macht sowas. Was man machen soll, ist, ihn auf eine Seite versuchen zu locken und ihn dann von der Seite Schaden machen. Ja, und dann wieder abzuhauen. Ich habe dann versucht, einfach über dieses Reinrutschen wegzulaufen, mit ganz viel Heilkräuter-Glück im Prinzip das zu schaffen. Ich habe es auch eine ganze Ecke geschafft, aber so beim letzten Viertel wurde es echt unmöglich und ich habe es auch beim besten Willen nicht besser hingekriegt. So, gut, das nehmen wir mal so hin. Jetzt gehen wir mal rein. So, genau, das ist, wenn ich gestorben bin, ne? Ja, so. Ein Moment, okay. 6. Okay, F2. So, genau, also diese ganzen Möglichkeiten sind für den Arsch. Was man auch probieren kann, ist, ja, die Dinger sind auch noch zielsuchend, hier sowas hinzukriegen und dann hier irgendwie richtig schön Schaden zu machen, weil man in der Zeit auch ein bisschen schlecht verwundbar ist. Ich fand auch diese Taktik total rotze. Und ich habe es, wie gesagt, mit meiner Psycho-Slider-Taktik probiert, was nicht so richtig funktioniert hat. Was dann funktioniert hat, ist, ich bin hier dichter rangegangen, wodurch der Schlag hier auch immer daneben geht. Und habe mich hier hingestellt und habe herausgefunden, dass ich hier treffe. So. Ja. Das ist echt ein extrem nerviger Motherfucker, der wirklich viel Schaden macht. Und diese scheiß Feuerbälle, die er ohne Unterlass schießt, und die einen auch immer treffen, es sei denn, man steht an dieser... Nein! Okay, ich will einen 100% Run hier. Okay, also so, wie ich es da vorhin geschafft habe. Und das lasse ich jetzt mir auch nicht nehmen, weil das habe ich geschafft vorhin. Selbst ohne irgendwelche Probleme. Und das möchte ich auch jetzt schaffen. Aber da habe ich auch fast nicht geredet, weil ich mich so konzentriert habe. Was passieren kann, ist, dass man auf diesen... Dass man ein Stück zu hoch läuft. Deswegen immer nur tippen. Und dann passt das schon. Und wenn man merkt, dass man nicht mehr trifft, einmal noch kurz nach oben tippen. Das reicht völlig. Man braucht nur zwei Tasten, also, naja, drei Tasten. Blocken, schlagen, blocken, schlagen,
blocken, hochgehen, blocken, schlagen, blocken, schlagen, blocken, schlagen. Merken, dass man nicht mehr trifft. Hochgehen, schlagen. Okay. Das war knapp. Okay. Nein, nicht schon wieder. Es drückt einen halt ein Stück nach hinten. Deswegen muss man... Oh, fuck you! Ah! Ich schaff das, so wie ich das will. Warum hat das der vorhin so auf Anhieb geschafft? Mann! Mir tut langsam meine Hand weh. Ist auch nicht unbedingt die günstigste Haltung hier, die ich habe. Jetzt gerade vom Gamepad, aber es ist halt effektiv. Immer nur dasselbe machen, ist doch nicht schwer. Komm, Junge. Komm, Junge. Dichter. Und schlagen. Und schlagen. Und schlagen. Komm, Junge. Ich will hier auch mal zeigen, dass man den ohne ein Stückchen Leben zu verlieren besiegen kann. Weil es gibt im Internet viele Taktiken, die angepriesen wurden. Und die sind alle nicht so effektiv wie meine hier. Leider aber auch nicht, aber ist sie auch jetzt nicht so die spannendste. Ich meine, ich denke mal, ihr könnt mir glauben, dass man das so schafft. Er hat auch keine zweite Form oder irgendwelche Spezialattacken, die er dann noch macht. Außer das. Also im Prinzip macht er nur zwei Dinge, was ihr jetzt auch schon gesehen habt. Er schießt Feuerbälle ohne Ende. Und wenn man hinten rauf geht, dann schlägt er halt mit seinem soliden Arm nach einem. Was richtig dicken Schaden macht. Deswegen habe ich ja immer versucht reinzusliden und mich dann ganz schnell wieder zu verpissen. Aber das hat auch nicht so richtig gewirkt. Ficken! Warum? Ist mir egal, das müsst ihr jetzt durch. Ist mir total egal. Ich habe es vorhin geschafft auf Anhieb. Und jetzt schaffe ich das auch. Wie ihr merkt, das ist ein extrem nerviger Kampf. Und ja, ich hätte ihn schon besiegt haben können. Ja, ich hätte ihn schon zweimal besiegt haben können. Ja, ich weiß. Ist mir scheißegal. Ich mache das ohne einen einzigen Haufen von scheiß Leben zu verlieren. Und zwar jetzt. Und nur weil ich irgendwann mal so ein Flash kriege, das denke ich, oh, ich muss jetzt schlagen. Leute, das ist ein Drecks-LP. Langsam hasse ich es, weil ich das schon dreimal machen musste hier. Diesen ganzen Weg. Grund, beim ersten Mal habe ich es zwar komplett durchgezogen, hab dann aber gemerkt, nein! Mann, wieso treffe ich diese Fick-Taste nicht? Ist mir scheißegal, da müsst ihr jetzt durch. Nee, ich schneide es am besten raus. Vorhin auf Anhieb. Da habe ich nicht mal so viele Versuche gebraucht. Weil als ich auf die Taktik kam, habe ich es direkt geschafft, ohne getroffen zu werden. Und ich mache es auch nicht mit Safe States. Braucht ihr gar nicht so zu gucken. Nein, ist nicht drin. Ich habe das ganze Spiel über keine Safe States gebraucht. Und ich werde sie jetzt auch nicht brauchen. Immer nur nach vorne gehen, wenn man wirklich außer Reichweite ist. Jetzt, nein. Jetzt ist wieder soweit. Nochmal. Genau, so weit können wir ruhig. Jetzt versau's nicht wieder. Mir tun meine Pfoten weh, Leute. Ich will's jetzt endlich hier umhaben. Okay. Jetzt komm her, du Schwein. Du nervst. Du nervst mich an wie die Hölle. Okay. Jetzt verkack's nicht. Ist ganz leicht. Zwei einmal schlagen. Ja. Was? Ich konnte auch gar nicht mehr machen, dem gerade. Dieser Assi. Ja, egal. Ich hab ihn trotzdem so. Mir egal. Ich halte jetzt auf. Sein letzte Wort erklingen. Ich wurde erneut besiegt. Die Mächte des Lichts waren stark. Hier sagt er eigentlich Blazer von Soul Blazer. War stark, aber du bist stärker. Gefahr nähert sich der Erde. Du musst schnell zum Turm von Babel. Ja, warum er mich jetzt damit belästigt, weiß ich nicht. Gut. So. Stress. Schau, ich hätte euch gerne das Original gezeigt, wo ich hier halt den besiegt hatte. Weil ich da echt noch einige Versuche gestartet habe, wo ich immer wieder gestorben bin, alle Heulkräuter aufgebraucht habe und ihn wirklich schon echt dicht weit hatte, aber es nicht geschafft habe. So geht's auf jeden Fall ohne Probleme. Der letzte, ich konnte nicht mehr blocken, weil er sich nicht mehr bewegt hat. Also ich habe ihn ohne getroffen zu werden besiegt, fertig. Das bleibe ich dabei. Habe ich vorhin auf jeden Fall, da hat auch mich der letzte Schuss nicht berührt.
Ich habe dieses Let's Play beendet. Ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. Ich gehe jetzt gemütlich kacken. Bis dann, tschüss.